Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute verkündet der Uwe das Ende der Regenzeit in Isan. Es ist soweit. Bei uns im Isan war es das jetzt wohl. Und wir haben jetzt jetzt Ende Oktober, ne? Und da kommt jetzt nichts mehr. Also das war das Letzte, was wir hatten jetzt letzte Woche nochmal. Da kam auch nochmal Regen rein hier und das war's dann jetzt, ne? Ende Oktober kommt nichts mehr. November sowieso ist trocken, auch die Wettervorhersage sagt also auch nichts mehr, dass noch was kommt. Man merkt es aber auch, und zwar morgens wird schon recht kühl bei uns und die Schwüle ist auch jetzt nicht mehr da, ne? Wir haben also auch morgens auch schon Nebel. Wir haben auch schon Nebel morgens, so, ne? Ja, wird also schon kühler. Was haben wir jetzt morgens für Temperaturen? 18, 20 Grad so? Nicht gucken, ja. Also, was macht der Hund schon wieder hier? Aufpassen. Hip, auf. So, also, ich weiß natürlich, in Bangkok und im Süden sieht die Sache noch ganz anders aus. Aber wir haben in Thailand zwei verschiedene Klimazonen und der Süden ist noch wieder anders. Na, da kommt auch noch Regen. Bei uns aber ist es vorbei. Da wird es jetzt dann trocken werden. Kalt kommt auch. Januar, da brauchen wir unsere dicken Socken. Ne? Wir haben jetzt ja welche zugeschickt bekommen. Ey, dicke Socken. Es wird aber dann richtig kalt. Aber jetzt, erstmal ist der Regen jetzt vorbei dann. Ne? Gut, wir gehen jetzt hier nochmal rum hier. Ich werde nochmal ein bisschen hier zeigen, wie es jetzt aussieht dann da. Die Füllstände von dem Teich, von den Teichen, die aber dann auch jetzt dann so langsam zurückgehen. Also der jetzt hier, vor allen Dingen der hier, ne, der letzte, unser Teich 3, der ist eh nicht ganz dicht und der ist auch nicht tief. Also der wird auch am 1. dann wieder trocken sich legen, obwohl da keine Pumpe dran ist. Aber na gut, ist halt so. Aber hier sind auch keine Fische drin, ne? Ja, das sind irgendwelche Fremdfische da rein oder so. Duckfisch. Ne? Was sich da so reinschleppt. Duckfisch oder was, ne? Also die Gewilze oder Aale oder was, ne? Was hier noch drin ist. Aber wir haben jetzt hier keine reingesetzt, ne? Weil wir wissen, hier der geht schnell und trocknet dann da. Ne? Ja, das würde ich sagen. Gehen wir jetzt mal rum und schauen uns mal an, wie es jetzt hier aussieht auf der Farm nach dem Ende von der Regenzeit hier. Und ja, das machen wir jetzt. Also diese vollen Teiche hier, die sehen wir jetzt zum letzten Mal. Wird jetzt nach und nach, geht das jetzt runter hier. Ah, die Hunde können immer spielen hier. Der hinten auch hier, Teich 2. So voll werden wir den erstmal lange da nicht mehr wiedersehen. Das geht jetzt langsam zurück, ne? Und dahinter ist Teich 3. Warte mal, Teich 3. Dip. Ja, guck, da ist der Eimer. Da hockt der Uwe dann gleich drauf. Da hinten auf dem Eimer hier. Ja. Also. Ende der Regenzeit. Also Teiche sind voll. Nach der Regenzeit ist klar, ne, natürlich. Fische fühlen sich wohl, alle wachsen. Alles schön grün. Aber das bleibt jetzt nicht so. Also spätestens nach 2 Wochen ist alles wieder trocken hier, ne? Dann ist der Boden wieder knallhart. Und dann sehnen wir uns wieder zurück nach Regen. Gell, mein Schatz? Ja. Sie nickt mit dem Kopf. Kopf nicken. Holen nicht, ne? Nein, nicht mehr nicht holen. Also noch ist der Boden nass, alles, ne? Noch ist das alles gut. Wasser läuft schon auch jetzt fast gar nichts mehr hier. Ne? Das ist alles schon wenig, ne? Unkraut natürlich wächst wie die Sau. Das war ja das ideale Wetter, ne? Für Wachsen. Ne?
warm, feucht, Regen, ne? Sonne, Regen, Sonne, Regen, alles wächst ja dann. Ne? Also der Teich hinten auch voll. Bleibt aber auch nicht so. Der geht auch ganz schnell wieder trocken, der hier. Ne? Natürlich, es liegt aber auch natürlich dran, wie viel Porn dann da hinten pumpt. Ne? Weil da ist ja die Pumpe hier fürs Land. Ne? Und da ziehen wir Wasser raus. Jetzt muss Porn natürlich als Frau Gärtnerin hier entscheiden, will sie jetzt die Fische halten oder will sie lieber grün halten. Ne? Also eins geht nur. Ne? Wenn sie hier dann pumpt und pumpt und pumpt und pumpt, dann ist der Teich trocken und Fische tot. Hatten wir auch schon gehabt. Ne? So, Obst haben wir in der Regenzeit auch immer gehabt. Das heißt, wir hatten Bananen, hatten wir immer. Papaya haben wir immer. Das ist auch in der Regenzeit so. Und Gemüse war natürlich auch alles da. Ne? Und Fische. Ela, du bist auch jetzt dran. Früchte tragen hier. Normalerweise, ne? Also wir sind mal guter Hoffnung, sagen wir. Wir sind mal gute Hoffnung. Sie wäre dann so auch drin hier im Mitte Oktober, ne? Wäre sie dran. Mitte Oktober. Wäre sie dran hier. Dicke hier. Wir sind guter Hoffnung. Oder kann er wieder nur fett sein hier? Natürlich nicht Mitte Oktober, Mitte November. Sag ich Mitte November. Oder von meiner Geburtstag. Schön. Na, kann ich nicht sagen, die ist auch noch irgendwie jetzt nur fett hier da. Ne? Man weiß es nicht. Big Mama hier. Mitte November wäre sie dran hier. Sicher, Mitte November. Ja. Meine Geburtstag. Schön, toll. Der Deckhengst. Der Deckhengst. Zwei Stück, gut gemacht. Komm hier, gut gemacht. Zwei Bälle holen. Ah, Baumigener. Hallo. Gut gemacht. Bei Leo. Geil. Dann wie hat zwei Stück im Mund. Kann das einer mehr nicht? Drei Stück. Ja, das schafft er auch nicht. Mieten wir nicht. Jane, was tust du denn wieder? Was tust du denn wieder? Nein, die Backen. Das ist keine Banane. Nein. Das ist Bambus. Nein. Den wollten wir noch absägen. Wollten wir noch absägen, ja, aber der hängt so schön da. Guck mal, wie schön der da hängt hier. Ach, sieht so schön aus hier. Guck mal, so über dem Wasser hängen hier. Gibt so schön Schatten hier. Auch noch hängen lassen. Aber wenn du den absägst, ne? Mama. Wenn du den absägst hier. Da meint, was da für Spannung unten da ist, du. Ja. Das ist auch ein Schädlingporn. Das ist, der ist nicht schön. Ja, schön ist er schon, aber ist auch ein Schädling. Der geht auch in die Dattelpalme rein. Genauso einer. Oh? Ja, auch, ja, ist auch ein Schädling. Der sieht schön aus, ja. Aber der macht auch alles kaputt. Weg damit. Ja, die haben wir auch noch vereinzelt. Hängt noch einer dran, hier, ne, von denen jetzt verrangt. Hängt nur dran, der ist noch klein hier, der hier. Chipfrucht wächst auch schon. Die kommt schon wieder. Bisschen früh meine ich, ne? Bisschen früh. Was machen die schon hier? Guck mal. Wo sind sie denn hier? Da. Da hängen sie. Da hängen sie, ganz oben. Finde ich ein bisschen früh, dass sie schon da sind. Aber wächst auf jeden Fall auch schon.
Ja, krieg natürlich immer hier, da, da, guckst du hier, guckst du, guckst du. Kuhkacke. Vitamin. Hier hat Porn nochmal K gepflanzt. Dieser Thai-Ingwer, ne? Also, der wächst bei uns wirklich gut. Wir haben damit keinerlei Schwierigkeiten, ne? Weil ein Abonnent hat schon nachgefragt, bei ihm wächst das gar nicht, ne? Und bei uns wächst es, ne? Also wirklich. Kannst überall reinstecken, ne? Aber wir haben den Sandboden, ne? Ob es daran liegt, wächst bei uns sehr, sehr gut, K. Mandarinen! Jetzt sind sie soweit. Da liegt noch eine. Boah, da liegt noch eine da unten noch. Mandarinen frisch aus dem Garten. Das sind die ersten, die wir haben jetzt. Gib mir mal. Das ist ja normal. Das kenne ich nicht anders. Jetzt bei dir. Das kenne ich nicht anders. Ich will auch. Guck mal. Ja, gut. Das ist es halt, ne? Alleine essen macht dick, heißt es. Tilak. Oh, das war aber die riechen gut, du. Aroma haben sie. Da hängt auch noch eine da, eine kleine hier. Mandarinen. Da hängt auch noch welche, ja, ja, sind noch da. Sind noch welche dran hier, guck. Da hängen auch noch welche dran. Na? Nicht da. Hängen sie noch, Mandarinen. Lecker. Ein bisschen sauer, noch ein bisschen. Aber geht, geht. Müssen die noch ein bisschen irgendwo länger hängen? Nee, ne? Nein. Nee. Muss ein Vitamin. Noch mehr K. Na gut, Regenzeit. Ne? Vielleicht auch daran, ne? Dass sie so gut wachsen jetzt hier. Ne? Mit dem Thai-Ingwer. Hier, nochmal klein, nochmal frisch eingepflanzt. Ja. K. Da willst du aber viel essen von dem K, ne? Da auch so. Vom Ingwer. Da auch so. Ach ja, Ananas haben wir auch noch hier. Ananas. Die ist aber noch nicht reif. Nein. Ja, mit dem Unkraut, sagte ich ja schon, mit dem Unkraut, ne? Da. Mit dem Unkraut hier, das ist natürlich in der Regenzeit. Warte, ne? Papa. Warte, Papa kommt. Ja, richtig. Genau, hat er was zu tun. Oh. Guck mal, diese Sorte Banana, wie nicht schaut hier. Muss um schneiden, lau. Gehen, la. Oh. Die kannst du hängen lassen. Die kannst du hängen lassen. Nein, kann nicht. Man so alle, guck, kann vergucken. Ich guck. Du willst keine Ahnung. Aber die ist aber noch nicht fertig hier. Also jetzt, wenn die hier noch, wenn die hier noch solche Stippen haben, wenn die hier noch. Nein, man alle Sorte. Diese vom South Thailand. Tatsächlich, unten geht die schon auf. Ja, ich habe gesagt schon. Sonst sieht das normalerweise, sonst ist das noch nicht reif. Ja, ne? Sonst ist das jetzt noch nicht reif. Man so andere alle. Sorte? Ja. Die geht schon auf, ja, da ehrlich. Gönle. Oh. Gut, wenn dann, du warten, dann alle. Dann nimmst du runter. Ich auch noch jung, ne? Guck mal, auch noch ein junges Ding, ne? Auch noch ein ganz junges Ding hier. Aber die Baby. Ja, kommt schon. Gut, aber die Ananas, die können schon bald. Ne? Ah, noch nicht ganz. Noch ein bisschen warten noch. Ne? Avocado kommt. Durian, alle tot. Scheiße. Teuer und tot. Nichts gebracht. Da ist sie. Die rote Banane. Die erste Frucht nach 3 Jahren. 3 Jahre brauchte die. Jetzt kommt die erste. Ne? Man hat schon ein paar Ableger wieder raus. Ne? Ausgemacht hier. Andere natürlich auch in der Regenzeit. Ne? Es wächst alles wunderbar. Natürlich mein Gummibaum. Ne? Den muss ich unbedingt zeigen, mein Gummibaum. Bin ich ganz stolz drauf.
ist also schon 2 Meter groß, aber drüber schon 2 Meter. Habe ich ganz klein gekauft, ne? Und die sind ja teuer hier, ne? In Thailand, also wirklich, haben wir in dem letzten Blumenshop jetzt gesehen, was sie dafür haben wollen. Wahnsinnspreise, ne? Da bin ich ja schon reich mit den Gummibären, wenn ich den jetzt verkauft. Ich kann mir fast schon MG für kaufen. Kleiner Scherz. Lamut ist schon die zweite jetzt, ne? Die zweite Frucht, die er jetzt trägt. Die erste haben wir schon aufgegessen. Das ist die zweite. Ja, wir haben immer Essen hier. Obst haben wir genug. Woher gehen? Wo kommt der her? Hinten, wir haben 2 Baum. Zwei Baum. Oh, die sind lecker, ne? Ja. Die sind lecker hier, ne? Die da. Vorne lutscht die so aus. Aloi. Die sind gut. Die schmecken so ein bisschen so wie mit Marzipan, ne? Bisschen so wie Marzipan. Ja. Mhm. Lecker. Mag die gerne. Lamut. Was mit dir los? Bist du auch welche oder was? Das ist alles für der Hund, ehrlich, so ein widerlicher Kerl. Ein widerlicher Kerl. Die hat mir letzte Woche die Brombeeren geklaut. Der hat mir die Brombeeren geklaut. Ich zeig's euch jetzt gleich noch. Er hier. Erdbeeren geben wir uns auch, aber er frisst auch alle weg. Der widerliche Kerl. Guihong Banane. Das sind die langen, dünnen. Lang und dünn. Noch nicht ein. Nein. Ich kenne nur lang und schmal der Frauen Qual, kurz und dick der Frauen Glück. Weil die Banane, ne, ist ja für ihn wegen, ne? Ja, Dingens da, ne? Essen, Banane oder so. Da hat er mir echt letzte Woche hier meine Brombeeren aufgefressen. Hier. Der widerliche Kerl. Jetzt kommen sie wieder, ne? Aber Brombeeren in Thailand echt gut, da musst du aufpassen. Musst regelmäßig irgendwas drauf spritzen dann da, ne? Sonst hast du gleich wieder Schädlinge drauf, ne? Aber es wächst auch, Brombeeren, ne? Pfeffer, ne? Meine Oma sagte ja früher immer, wenn sie mit jemandem böse war, geh doch hin, wo der Pfeffer wächst. Ja, hätte man das doch vorher jetzt gewusst, wie schön das hier ist, ne? Da, wo der Pfeffer wächst. Jetzt ist auch nicht gesagt. Muss um andere Ständerle. Andere Ständerle machen schon, ne? Hm. Da wächst gut hier. Platz ist so Halbschatten hier, ne? Halbschatten haben wir den Pfeffer. Dann komm du. Und dann kommt zum YouTube-Studio. Guck mal diese. Andere Sorte, ja, richtig war. Guck. Die sind immer, ja. Andere Sorte. Ja, von denen gibt es eine andere. Ja gut, es gibt diese schöne hier, ne? Gut und dick. Das ist eine andere Sorte, ja. Das ist eine andere Sorte. Das ist mehr so lila, ne? Ja, lila. Lila mehr, diese Sorte. Man rot und pink. Ja. Und gelb, also gelb vom Lai. Diese. Und der hier, der wächst auch gut, den wir damals hier hin gepflanzt haben, der hier, ne? Hirschgeweihpflanze hier. Oh, ja. Geweihfahren, ja, heißt der. Geweihfahren. Aber der wächst jetzt hinten raus. Welcome to the jungle. Das sind Blätter. Diese hier? Ja. Elefantenohr. Ja, aber Schatten, ne? Der braucht also Schatten. Schatten mag der gerne und feucht mag der gerne. Deswegen ist er jetzt auch richtig schön in der Regenzeit hier im Schatten gut gekommen. Na? Hier wollte ich zeigen. Hier, guck. Jetzt Geweih fahren. Da hinten raus wächst er. Im Schatten. Da mag er es gerne.
Siehst du? Da wächst er schön raus hier. Und die wollte es gar nicht, dass er hinten raus wächst. Die wollten gern vorne so schön haben. Aber er sagt, nein, ich will lieber im Schatten wachsen. Gut, umdrehen kannst du jetzt auch nicht. Ne? Das bringt da nichts, weil dann fallen die Dinger wieder ab. Ne? Und dann sagt er, nee, der Platz ist mir nicht recht. Ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wenn natürlich anders jetzt, wenn wir das Dach drüber hätten, ne, dann würde er vorne auch dann wachsen. Ne? Demnächst in diesem Theater. Das ist echt wie so ein Dschungel hier, ehrlich, du hinten rauchst. Da ist so ein Dschungel, die jetzt gemacht hier. Dschungelparadies. Kommt er wieder. Schön. Ja, also ne, Schatten ist für die meisten Pflanzen hier eigentlich angenehmer, ne? Muss ich sagen. Ne? Und die Sonne ist einfach zu stark. Ne? Haben wir also diese Aufsitzpflanzen dran gemacht. Ne? Orchideen und so. Ja, diese hat sie auch neu geholt. Ne? Diese hier. Ne? Die sieht so aus, die ist also jetzt nicht irgendwie so schumpelig oder was. Ne? Die sieht so aus. Ne? Gucke mal. Ja. Es müsste aber vom Familie her dieselbe sein wie eben da mit dem Elefantenohr, ne? Weil die auch so ein ist praktisch dasselbe hier, ne? Muss aus derselben Familie eigentlich sein. Ne? Nein, dieselbe mit Family von hier. Hier, guck mal. Diese? Nein, die hier. Ach, hier von. Diese. Von dieser hier. Die mag auch Schatten. Die kann es auch nicht in die Sonne Schatten, machen. Schatten, ne? Die will nicht Sonne. Überhaupt nicht Sonne. Überhaupt nicht. Ne? Diese hier. Ne? Diese. Die muss auch Schatten machen. Dann so Gurle. Und diese die aber auch. Diese aber auch Schatten. Ne? Diese. Auch Schatten machen. Ne? Hier die auch noch so einen schönen Geweih fahren hier. Ne? Guck mal, der geht auch schon bis ganz nach unten hin hier. Ganz schöner Geweih fahren. Auch Schatten dran. Mach die nicht in die Sonne rein, wächst nicht, ne? Monstera. Monstera, genau, Monstera habe ich hier auch jetzt hin. Monstera habe ich hier noch an dem Baum jetzt dran jetzt gemacht hier. Monstera. Wo geht er hin, wo geht er hin? Weiß ich auch nicht, da geht er hin, hier Monstera. Hab ich dran gemacht jetzt hier. Komm gleich. Guck mal, die hat noch eine Guck mal, das ist zusammen mit Monstera. Dann habe ich hier noch eine Monstera in dem Topf. Da habe ich aber auch nicht aufgepasst. Ne? Einmal ist die dann düdel-düdel-düb hinten dran. Und jetzt hängt sie hier an der Hauswand dran. Hat sich da richtig schön schon festgemacht. Ich kriege es gar nicht mehr raus. Ja. Ach, lass die mal wachsen hier. Ne? Lass die mal hier so hochwachsen dann da. Hier ist alles Schatten hier. Ne? Lass die mal hier so rumranken da. Das sieht aber ganz toll aus. Ne? Schaden macht das Ding nichts. Das kannst du machen. Ne? Schön. Eine hier. Da habe ich auch noch eine Monstera. Genau, da habe ich noch eine hier. Och, geh ja noch einmal. Ja. Wir haben gekauft 60 Bar. In die Go-Shop. Secondhand. 700. So ach so, was aus Internet, ne? Ja. Internet, ja. Die sind hier auch teuer hier, ne? Monstera. Ich weiß gar nicht, warum die so teuer sind. Das wächst hier so schön hier, ne? Modern halt, ne? Modern. Und da kannst du Stecklinge machen vorne, ist ja klar, ne? Von die wieder. Das war mal ein kleiner grüner Kaktus. Mhm. Aber die sind auch gewachsen hier, du ehrlich. So schnell sind die hoch jetzt geschossen, die hier, ne? Waren auch nur solche kleinen kurzen Ableger hier, ne? Solche kleinen kurzen da, ne? Wahnsinn, guck mal, wie hoch der geschossen ist. Das ging wahnsinnig schnell auch, ne? Muss wohl auch der ideale Platz sein hier, ne? Ist nicht Sonne hier, ne? Ist nicht Sonne, auch nur im Schatten, aber hell dann, ne? Guck mal, wie die gewachsen sind, ey, Wahnsinn. Ne? So schnell hochgeschossen, da kommt mal an die Decke dran hier. Ja, die, ne? Ist klar, also Schatten, ne? Hatte ich eben schon mal ein paar Ableger von gemacht jetzt hier. Aber Schatten, ne? Mach die im Schatten rein.
Die sind schön, ich mag die gerne. Aber nicht in Sonne, ne? Weiß ich nicht. Vom Wendy Takab, die. Ach, hier für, wenn dich was gestochen hat oder was jetzt gebissen hat, ne? Ja. Einmal Sackbuck. Die mache ich auch gerne, ja. Die sind auch schön. Aber auch wieder nur Schatten, ne? Sonne auch nichts, ne? Nee. Machen wir nicht, ne? Keeper One. Mein Gott, wir können echt schon einen Pflanzenshop aufmachen, ehrlich. Ja, ja, die essen wir selber jetzt, ne? Ja. Essen wir und der Hund. Und Nock. Und Nock auch. Ja. Beo auch. Und Bananen mangelt es uns nicht. Was ist das hier? Porn, was ist das hier? Gartenshop. Ja, ich würde sagen, legt ihr mal eine Straße hin hier da und dann können Leute kommen jetzt zum Kaufen oder was hier. Ach, den habe ich mir mal vor 2 Jahren, habe ich mir den mal jetzt gekauft hier. Auch soll das eine Gebissmarktpalme sein. Die kommt aus Pattaya schon 2 Jahre, du. Ich habe die gepflanzt hier bei uns im Sandboden rein, ne? Die ist nicht gewachsen, du, nicht gewachsen, gar nichts. Jetzt habe ich sie jetzt wieder rausgeholt da und im Getopf rein mit anderen Erde drin. Ob die nochmal kommt, ich weiß nicht, du. Auch so ganz empfindlich, ne? Wollt gar nicht wachsen. Ach, hier alles diese Dinger da, die sind mit verschiedenen Farben dann. Ne? Verschiedenen Schattierungen. Verschieden. Boah, man kann echt einen Shop aufmachen, ehrlich. So, Papayas, ne? Immer noch genug da und da haben wir auch ein ganzes Jahr von, ne? Papayas, ne? Das ist allerdings jetzt die hohe Sorte, die wir jetzt normalerweise, vorhin sagt, die kommt nicht mehr dran hier, weil da muss ich immer mit Leiter hoch, ne? Und das will Porn jetzt auch nicht mehr, aber die tragen auch immer gut, ne? Gerade diese hohen Sorten da, ne? Oh, hier ist der Platz hier nachmittags hier zum Hundespielplatz unter dem Takop-Baum. Ne? Der macht wirklich Schatten. Also den haben wir auch, ich glaube, 1-2 Jahre drin hier. Ne? Nee, 1 Jahr. 1 Jahr. Und der wächst auch so schnell, Takop, und der macht viel Schatten. Der geht so weit, geht jetzt auseinander. Sehr zu empfehlen als Schattenspenderbaum. Und der trägt auch Früchte. Ne? Ja. Sind so, ich will nicht sagen jetzt Kirschen, ne? Aber so kirschähnliche Früchte hat er dran, schmecken jetzt nicht so wie Kirschen. Frisst auch der Vogel gerne. Geboren auch. Ich kann die auch essen, ne? Sind nicht so süß. Takop, guter Schattenspenderbaum. Ne? Jetzt ist Sonne falsch. Egal. So, das war's für heute. Von dem Ende der Regenzeit. Der Uwe verkündet das mal einfach so, aber das stimmt, was der Uwe sagt. Und Farmrundgang, was wir noch für Früchte haben, ne? War interessant, oder? Was wir noch alles hier so für Obst und Gemüse haben. Wächst bei uns alles toll. Ne? Gut, immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Abo beim Uwe immer kostenlos. Ne? Auch als Wetterprophet. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, Abo drücken, Glocke aktivieren und seid immer dabei auf dem neuesten Stand. So, das war's aber wirklich jetzt vom Uwe aus Thailand und tschüssle. Gut, like, gut, share, gut, subscribe, gut, titan, ne, ka, für den Kamen, der hier, kam, Uwe, ka, komm, ka, tschüssle, ha, bader, sehr gut, a wieder Ruhe, und fertig. Und fertig und tschüssle. Tschüss.